Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 auf der Ehrengrad. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben noch vier Ballen aufzuladen hier. Dann können wir hoch zum Hof. Und das wollen wir natürlich jetzt direkt mal machen. Vier Ballen aufladen geht eigentlich relativ schnell. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Ich denke mal nicht, dass das ein großes Problem werden könnte. Es sei denn, ich stelle mich jetzt außerordentlich dämlich an. Aber naja, schauen wir mal. Einmal hoch damit mit dem Ballen und ran an den Speck. So, sehr schön. Sehr schön, Leute. Zack, und nächster Ball. Das geht doch relativ zügig. Ihr habt gesehen, Ron. Müsst ihr mal im Baron gucken, der ist gerade in seinen Timelapses auch nachts am Arbeiten auf der Porta Westfalica. Sieht mega geil aus. Ich habe mir die gestrige Folge gestern Abend nochmal angeguckt. Und ich bin echt positiv davon beeindruckt. Müsst ihr echt mal Baron gucken. Mega cool. So, zwei Ball noch. Dann haben wir das geschafft. Zack, haben wir den hier. Einmal den hier, siehst du, das geht davor hervorragend. Haben wir hier dran noch? So. Ich habe gesehen, auf der Bindelbach hat Ron auch geschrieben, ja, es hexen wenig mit dem Anbauhäcksler. Klar, hat es jetzt nichts mit der Ehrengrad zu tun, aber trotzdem wollte ich mal auf den Kommentar eingehen, schon mal hier. Finde es mega cool. Ist halt mir, wie gesagt, mal was anderes als wirklich mit einem Standard-Häcksler einfach mal drüber zu fahren und daneben einen LKW oder einen Anhänger zu fahren zu lassen, sondern dass man wirklich mal selber häckselt mit einem Ambo-Häcksler. Ich finde es mega cool. Und auf der Windelbach macht es auch mega Spaß. Von daher, ich denke mal, das wirst du auch noch häufiger sehen, Ron. Auch hier. Auf der Ehrengrad. So, das sind die Ballen. Dann wollen wir mal zum Hof fahren. Einmal zum Hof. Einmal festgurten. Sehr schön. Jetzt einmal zum Hof.
Hoch zum Hof. Kommt nichts, kommt nichts. Sehr schön. Können wir fahren? Machen wir nur vorne Licht, weil auf der Straße wollen wir nicht auch noch Hecklicht. Aber wir können jetzt hier einiges machen. Zum Beispiel das Schild umfahren. Und den Ballenwagen fast zum Kippen bringen. Uha. Ja, wie gesagt, Ron, eine Fahrweise kann man noch streiten. Da kann man wirklich noch streiten, Leute. Aber okay. Ist halt so. Kann man nicht ändern, ne? Kann man nicht ändern, Leute. Na gut. Ich glaube, ich sollte auch mal ein bisschen vernünftiger fahren. Jap. Egal. Macht trotzdem Spaß. Wir sind jetzt fast am Hof. Oben steht unsere große Halle. Und von daher geht es da natürlich dann ans Bein einlagern. Oha. Ja, okay, der hat auf jeden Fall zu ziehen. Der hat echt zu ziehen, Leute. Alter Schwede. Gut. Ist halt so. Ich kann mich nicht ändern. Nicht ändern. Wie gesagt, wir haben jetzt hier eine wirklich schöne Halle stehen bezüglich Ballen. Die passt hier wirklich richtig gut rein, vom Platz her auch. Dadurch ist die Hochfläche nochmal wesentlich größer geworden, die Möglichkeiten auf der Hochfläche wesentlich größer geworden. Und das ist natürlich spitze. Mit dem Bein los. Ja. Gut. So habe ich die aber nicht aufgeladen. Ich hatte ja gesagt, ich hätte die so aufgeladen, ne? Gut. Ja. Theoretisch, wir müssten eigentlich jetzt weiter hier arbeiten. Wie ihr aber seht, wir haben verdammt wenig Licht. Ist verdammt dunkel. Aber ich will trotzdem machen. Ich will es trotzdem machen. Wir haben ja hier in der Halle Licht. Von daher alles easy. Von daher alles easy. So, einmal hochfahren. Nehme ich die ersten Ballen mal runter. Ballengabel gerade fahren. Aber das, Ron, würde ich auch gerne mal bei dir sehen. Wenn du hier mit dem Ballen hantierst.
Müssen ja German Rundballen sein, können auch Quarterballen sein, aber ich würde das gerne mal sehen. So. Wollen wir die mal oben einlagern? Einmal oben einlagern. So einmal wirklich richtig gut ranfahren. Komm schon, komm schon. Irgendwas. Okay. Sie sind drauf. Sie stehen. Die stehen, die Ballen. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Guckt euch das mal an. 1A. Wirklich 1A. Besser geht's nicht, oder? Wenn man so die Ballen stapelt, da kriegen wir wirklich eine ganze Menge rein. Klar, es dauert eine ganze Zeit lang, bis wir die drin haben, aber was soll's, ganz ehrlich, Leute, wir haben Zeit ohne Ende. Uns hetzt keiner. Von daher, alles easy. Alles easy. Uns hetzt wirklich keiner. Ist keiner, steht hinter uns und sagt, ja komm, muss schneller machen, muss schneller machen, muss schneller machen. Wir sind wirklich hier zeitlich unbegrenzt. Von daher ist das in Ordnung. So, ich möchte jetzt einmal den Ball ein bisschen hier dran stellen. Genau, danke sehr. So, dann nehme ich die nochmal auf. Dann fahre ich den oben hin. Und dann passt das. Passt es, Leute. Zack. Einmal oben hin. Ah, Teleskoparm ein bisschen ausfahren. Und dann passt es doch. Sehr schön. Guckt euch das mal an, wie das passt. Ah, nicht ganz so zufriedenstellend, aber sie ist mega in Ordnung. So. Aber ich glaube, wir werden ein bisschen schief, ne? Ich glaube, wir werden ein bisschen schief.
was das betrifft. Das heißt, wir müssten, glaube ich, mal hier ein bisschen dran arbeiten. Da müssen wir nachgucken. Müssen wir mal nachgucken. Oder habe ich. Kann auch sein, dass ich irgendwie nichts an den Augen habe. Naja, schauen wir mal. Ich gebe dir noch mehr Folgen hier auf der Ehrengard. Von daher freue ich mich auf die nächste Folge NS19 Ehrengard. Mit euch zusammen. Wo wir hier weiter Ballen abladen und einlagern. Gibt es noch eine ganze Menge. Wir haben hier ja zwei Ballenwagen gerade zum Abladen zur Verfügung. Zum Abladen bzw. einlagern. Von daher, da ist noch eine ganze Menge Arbeit über. Da ist noch eine ganze Menge Arbeit über, Leute. So, einmal hoch. Die beiden Ballen mache ich jetzt noch. Einmal drauf. Einmal oben drauf, Leute. Komm schon. Perfekt. Perfekt, Leute. Ah, ich sehe schon, ja, hier teilweise, ne? Teilweise hier unten. Seht ihr? Sieht nicht so ganz so gut hier. Aber sie stehen. Von daher ist das Ding immer trotzdem in Ordnung. So, gut. Dann würde ich die Folge erstmal abschließen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier beim Ballen abladen bzw. einlagern. Ein paar Ballen haben wir schon drin. Ah, hier ist ja ganz so schön, aber gut. Man kann mit den Ballen auch nicht so gut arbeiten, aber es wird schon. Es wird schon, Leute. Ist auf jeden Fall schon besser als nichts. In dem Sinne, wir sehen uns. Bis dahin. Servus und tschüss.